Zum vierten Mal zu unserem Neujahrsempfang der Marktgemeinde Schwarzertal ein. Gericht sind wir gewesen, für Glühwein auskaufen. Schauen haben wir müssen, dass wir Kühlschrank kriegen, dass wir die Getränke kühlen wollen. Mehr als 15 Grad, ein wunderbares Wetter, ein wunderbarer Anlass für uns wieder Rückblick zu halten. Was ist passiert im letzten Jahr? Was wird kommen in der Zukunft? Was erwartet uns heuer? Einige persönliche Persönlichkeiten, die sich verdient gemacht haben im letzten Jahr, um die Anliegen der Gemeinde werden wir ehren. Ich heiße Sie im Namen der Marktgemeinde Schwarzertal herzlich willkommen und schätze es sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir möchten diesen Tag aber auch nützen, um einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft zu werfen. Grund zu feiern gab es im Jahr 2019 die Sanierung der Volksschule, neue Mittelschule, Musikheim und Rüsthaus konnten abgeschlossen werden. Das absolute Highlight im vorigen Jahr war mit Sicherheit die Generalsanierung beider Schulen, also der Volksschule Schwarzertal und der neuen Mittelschule Wolfsberg. Es ist dort mehr als 2,5 Millionen an Investitionsvolumen hineingeflossen. Wir haben beide Häuser generalsaniert. In beiden Häusern wurde die Infrastruktur komplett erneuert und beide Häuser zählen zu den modernsten Bildungseinrichtungen in der gesamten Bildungsregion Südweststeiermark. In den letzten Jahren hat sich in unserer Gemeinde schon sehr viel bewegt. Viele dieser Projekte wären vor 2015 unvorstellbar gewesen und viele Projekte werden in den nächsten Jahren noch folgen. Ich begrüße euch zum vierten Neujahrsempfang in unserer Gemeinde auf das Allerherzlichste und heiße euch im Kultursaal da in Mitterlöwl ganz herzlich und aufrichtig willkommen. Mit der Einführung der Direktförderung im Bauwesen und in verschiedenen anderen Bereichen in der Gemeinde die richtigen Impulse gegeben zu haben. Dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, das beweist die Tatsache, dass wir in den letzten 5 Jahren mehr als 50 Wohnungen errichtet haben und ebenso viele Einfamilienhäuser gebaut wurden. Ja, 2020 haben wir große Projekte wieder vor, die Ortsdurchfahrt und Infrastrukturerneuerung im Ortsgebiet Wolfsberg, ebenso im Ortsgebiet Mitterlöwl. Dort ist die ganze Wasserleitung, der ganze Hochwasserschutz zu erneuern. Werden wir im Jahr 2020 unser Hauptaugenmerk der Infrastrukturerneuerung und der Verbesserung von den gemeindlichen Einrichtungen lenken. Das große Thema für die Zukunft wie überall ist Digitalisierung, der flächendeckende Glasfaserausbau in unserer Gemeinde. Mehr als 70% unserer Bürgerinnen und Bürger haben sich bereit erklärt, da mitzutun. Bund, Land und Gemeinde werden insgesamt 10 Millionen Euro in dieses Projekt investieren, damit auch wir als Marktgemeinde Schwarzertal in Zukunft an das schnelle, weite digitale Netz angeschlossen sein werden. Nun zu einigen Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde, welche sich durch herausragende Leistungen und vorbildlichen Einsatz um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht haben. Liebe Irene Strohmeier, ich darf dich nun zu uns auf die Bühne bitten und dir zum Titel der Landesmeisterin im Seniorenkegeln ganz, ganz herzlich gratulieren. Die Gemeinde Schwarzertal spricht dem Sportverein Schwarzau für ihr sportliches Engagement und ihre Jugendarbeit Dank und Anerkennung aus. Durch das unermüdliche Wirken der Vorstandsmitglieder konnte der Verein über 40 Jahre vorbildlich geführt werden. Seit 2009 führt dieser Verein den Namen Wortsport, Kultur- und Tourismusplattform Schwarzertal. Es wurden viele Veranstaltungen organisiert und einige namhafte Künstler traten in unserer Gemeinde auf. Die Vorstandsmitglieder Margit Hammer, Brigitte Frubert, Christine Huckmann, Waltraud Rothmann, Sepp Rothmann und Gerlinde Fürbass
leisteten und leisten eine äußerst wertvolle Arbeit auf dem kulturellen Sektor. Die gesamte Bevölkerung der Marktgemeinde Schwarzatal und ich am allermeisten sind stolz auf unsere Rote Feuerwehr. Mit der Fusion der 5 Altgemeinden war es aber notwendig, auf dem Feuerwehrsektor einen gemeinsamen Weg zu suchen. So haben wir uns zusammengesetzt, schmiedeten gemeinsam an einem Konzept, bei dem der Fuhrpark und die Auslösung für diese 8 Feuerwehren schrittweise modernisiert werden sollten. Mit diesem Leuchtturmprojekt, das wir da vorgelegt haben, haben wir beim Gemeindewettbewerb des Steirischen Volksbildungswerkes teilgenommen. In der Kategorie Miteinanderleben in Märkten erlangten wir den 1. Platz und wurden somit Landessieger 2019. Stolz dürfen wir uns von nun an Zukunftsgemeinde nennen. Sagt einem Bürgermeister hin und wieder, das was gut gemacht. Ja? Aber der hat im Normalfall ja nur die Gegenseiten von gut gemacht. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich heute ein Feuerwehrkommandant, ein Musikobmann, ein Kapellmeister, ein Seniorenbundobmann, ein Landjugendobmann, wer immer sozusagen freiwillig hier in den Dienst einer Gemeinschaft stellt und viel Zeit aufwendet und letztlich auch die Zeit meistens seiner Familie abverlangt und vielen anderen Freunden und auch sich selbst. Und daher ein kleiner Appell vielleicht zu Jahresbeginn, hin und wieder tut er so ein gutes Wort, ganz gut, glaubt's mir's. Herr Bürgermeister, alles Gute! Schönen Gruß nochmal vom Landeshauptmann und euch allen ein gutes Zusammenhalten für das Jahr 2020. Vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss sage ich Danke für eine richtig gute Zusammenarbeit, für gemeinsame Projekte und Visionen, für gemeisterte Aufgaben. Und danke dafür, dass wir alle gemeinsam Geschichte schreiben. Dankeschön.